Hallo und willkommen zurück zu Scorn. Ja, das ist ein bisschen das Problem. Wir haben hier eine Bedienkonsole und etwas, was sehr groß ist. Ich weiß nicht, was jetzt hier passieren wird. Aber ja, wir probieren es aus. Okay. Oh, nee. Wieso benutzt er da die Waffe nicht? Er benutzt gerade die Waffe nicht, okay. Das ist ja merkwürdig. Also dieses Alien-Gerät wollte er nicht benutzen. Ja, Necro, der Meisterschütze. Ich hoffe, die Muni reicht. So, nu? Nu dürfen wir da durch wahrscheinlich. Oh, der verfolgt uns, oder? Guck mal, der guckt uns nach. Oh, ist das Ding unangenehm. Was zum... Okay. Jetzt passiert? Wir sind jetzt auf der anderen Seite. Guck mal, da ist auch so ein Hebel. Da ist auch so ein Hebel. Aha. Oh, ich bin wegen dem Großen da echt gerade ein bisschen verunsichert. Der macht mich irgendwie ein bisschen Kiri. Da kommen wir nicht hoch. Na dann. Na, jetzt wird's eng. Jetzt verstehe ich auch. Hey, du musst echt gucken, dass du mit deiner Munition
haushältst. Ich hoffe mir ja irgendwo noch eine Muni-Maschine. Aber ich glaube, ich habe Pech, oder? Ich würde mal kurz hier gucken. Da brauchen wir wieder einen Schlüssel. Und hier gibt es einfach mal nichts. Auch gut. Funktioniert der jetzt hier wieder? Nee. Ach komisch, jetzt geht's, hä? Merkwürdig. Vielleicht sollten wir den ein bisschen mehr benutzen. Weiß gar nicht, wie sich dieses Gerät schimpft. Jetzt gucken wir aber auch nochmal auf der anderen Seite. Oh nee, da ist schon wieder so einer. Durch, schade. Okay, wird immer blöder, ne? Wir könnten aber da nochmal hochgehen. Runter meine ich und in der Mitte gucken. Ach, guck mal. Rein. Mmh. Okay, da fehlen uns auf jeden Fall noch welche. Ach du Schande. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir zu denen hinkommen. Oha, noch eine Tür. Was gibt's hier Feines? Oh wow. Ja, es wird auf jeden Fall besser. Was ist das für eine Knarre? Ach, guck mal, hier gibt es jetzt große und kleine Muni. Ach, ein Traum. Warte mal, wir gucken mal. Wir haben gar keine Muni gerade. Sehr gut. Dann können wir alles auffüllen.
Der Sound ist so gut. Okay, nice. Wir haben jetzt, ich weiß gar nicht genau, was das ist. Für eine echt krasse Knarre. Oh, wow. Ich glaube, die haut rein. Davon aber auch nur 6 Schuss. Vielleicht sollten wir die... Ich sag's noch. Vielleicht sollten wir die aufbewahren. Den da würde ich gerne... dass er mich nicht sieht. Nee, lauf doch nicht in die Richtung. Na, dann testen wir sie halt, ne? Scheint ja nicht anders zu funktionieren. Wow. Ich wollte in dem Moment abdrücken. Was? Okay. Jetzt drücke ich aber zuerst ab. Vielleicht sollten wir uns noch heilen. Schad ja nicht. So. Ach so. Ich weiß, was das Problem ist. Vielleicht sollte ich das Ding auch laden. Sagt ja Nico, der Meisterschütze. Im Umgang mit Feuerwaffen hervorragend ausgebildet. Okay. Nice. Oh, was? 2? Ist klar. Das ist aber gemein. Dabei suchen wir doch nur so einen blöden Hebel. Tendenziell müssten die eigentlich unten sein, oder? Naja, wir kommen nicht drum rum. Wir müssen uns hier wohl umschauen. Oh, guck mal. Hey, yo. Schön großes Kerlchen. Aber bis jetzt ist er noch recht friedlich. Aber ich finde, der ist irgendwie bedrohlich. Und gefühlt ist er, sitzt einem immer im Nacken. Dem würde ich tatsächlich gern aus dem Weg gehen. Tatsächlich hier lang, ich glaub's nicht.
Ey, überall brauchst du Schlüssel. Den müssen wir umnieten, oder? Ich würde gerne mal wissen, was für einen Schlüssel wir hier brauchen. Ach, genau den, den wir geholt haben. Okay. Können wir den anderen wenigstens außer Acht lassen? Oh, nee. Hätte ich nicht erwartet, dass das Spiel so anzieht. Was mir ja gut gefällt, aber trotzdem, es ist nicht ohne. Nee, man hätte die Tür hier gar nicht aufmachen brauchen. Nee, ist jetzt nicht wahr. Ah, ich wollte gerade motzen. Dann hätte ich jetzt aber gekotzt, weil wir haben eine ganze Menge Muni verbraten. Das hier ist zum Leben auffüllen. Wie viel haben wir noch? Tja. Du kleiner Scheiße. Vielleicht beruhigt er sich, wenn er mich nicht sieht. Sollen wir auffüllen? Oh ne. Oh ne. Was? Beruhigen Sie auch wieder, hoffe ich. Wie viel fehlen uns? Vier. Thank you.
bisschen unruhig, ne? Verstehe gar nicht warum. Okay, wir verschwinden hier mal. Bevor wir das machen, würde ich aber sagen, wir machen einen Folgenwechsel. Und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich bei euch wieder mal fürs Zuschauen. Bleibt mir gesund, genießt die Zeit. Bis gleich.